Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kennt ihr das vielleicht auch? Ihr steht an der 11-kW-Säule, ladet schön, denn steht er, dann lädt er. Ihr kennt das ja. Aber ihr habt eigentlich in der Stadt was zu tun oder in der Firma und müsst dann von hier aus irgendwie 10, 15 Minuten zu Fuß laufen. Das ist immer so ein bisschen unangenehm und mich nervt das tatsächlich auch manchmal. Und jetzt so kurz vor Weihnachten, da habe ich für mich was gegönnt, was dieses Problem für mich komplett löst. Was es ist, ja ganz klar, es ist ein Scooter, ein E-Scooter und zwar der von iScooter. Also neben iPhone, iMac, iPad gibt es jetzt auch einen iScooter. Und der ist relativ transportabel, wiegt 13 Kilo und ist ein richtig geiles Teil. Ich bin damit echt extrem glücklich und was das Ding kann, das möchte ich euch in diesem Video mal zeigen. Vielleicht ist es ja auch was für euch, das Weihnachtsgeschenk, wer weiß. Am Ende gibt es natürlich nochmal einen Rabattcode dafür, dass ihr das Ding auch ein bisschen billiger bekommt, wenn ihr euch das Video schon anschaut. Also wird ein sehr interessantes Video. Das Ding ist nämlich richtig genial, also unbedingt dranbleiben. So, was kann er nun, der iScooter E9? Warum gefällt er mir so gut? Fangen wir doch mal mit der Praktikabilität an. Abgesehen davon, dass er super in meinen Kofferraum passt, seht ihr ja, dass man die Lenkstange umklappen kann. Und die arretiert hier in so eine Nase am Schutzblech. Und da kann man hier so eine Spange umlegen. Dann klappt man das einfach hoch. Und hier ist so ein Hebel. Rastet man ein und schon ist der Roller fahrbereit. Muss man hier nur noch in der Mitte anschalten. Da ist natürlich ein Einschaltknopf. Hat auch ein Tacho. Licht ist immer automatisch an, kann man auch ausschalten, einmal hier drauf drücken, piept es und das Licht ist aus. Ich würde euch aber empfehlen, vorne das Licht immer anzulassen, auch wegen der besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Nochmal drauf drücken und es geht wieder an. Er hat hier insgesamt einen Akku drunter von 270 Wattstunden. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel. Der Motor selber ist vorne hier im Vorderreifen integriert, also völlig unsichtbar und auch sehr, sehr lautlos. Also man hört fast nichts. Der Motor hat 350 Watt und mit den 270 Wattstunden hier im Akku, da kommt man natürlich nicht so weit. Maximal ist hier 20 Kilometer Reichweite angegeben. Man kann auch noch auf einen Eco-Modus stellen. Dazu braucht man eine App, dazu komme ich später noch. Dann fährt er, glaube ich, nur noch 15 km/h, sonst ist eben 20 km/h Spitze und dann soll man weiterkommen bis zu 25 bis 30 Kilometer. Das habe ich noch nicht ausprobiert, ist jetzt auch kalt im Winter, da wird er die 20 Kilometer vermutlich nicht mal schaffen. Und wirklich, was mich sehr überrascht hat, ist, dass dieser Roller nicht nur eine Scheibenbremse hat, die ist hinten am Hinterrad, seht ihr ja, mit so einem ganz normalen Bremshebel. Nein, er hat auch eine Rekuperationsbremse, also quasi wie mein E-Auto und das ist besonders cool. Das ist hier quasi dieser Hebel mit dem roten Insert und der mit dem schwarzen ist der Gas- oder Stromhebel und dann kann man quasi losfahren. Und wenn man jetzt hier mit rekuperiert, dann wird auch wieder Energie zurück in den Akku gespeist und das auch gar nicht mal so wenig. Denn wenn ich hier mit bremse, dann stehe ich doch relativ zügig und die Scheibenbremse, ja, die braucht man kaum, würde ich sagen. Also man kann One-Pedal-Rolling machen, mehr oder weniger. Also das Gegenstück zum One-Pedal-Driving hier vom Tesla, dass man nur mit diesen beiden Hebeln ja, rollt und bremst und das reicht völlig aus. Auf dem Display hier ist noch eine Batterieanzeige, die besteht aus 5 Balken, also bei 20 Kilometer Reichweite würde ich sagen, jeder Balken ist irgendwie 4 Kilometer. Und ja, ich bin jetzt schon ein bisschen gefahren mit dem Ding und ich kann euch sagen, jetzt hier im Winter kommt er die 20 Kilometer nicht ganz. Ich würde mal sagen, so 16, 17, auch vielleicht 18 Kilometer im Flachland, das schafft er locker. Darüber wird es im Winter halt schon ein bisschen kritischer, vor allem wenn ihr vielleicht ein paar Steigungen habt. Bei größeren Steigungen müsst ihr sogar vielleicht sogar ein bisschen mit anschieben mit dem Fuß, weil er dann von der Leistung des Motors her diese größeren Steigungen ganz schlecht packt. Also so stark ist er nicht. Es gibt hiervon noch eine Max-Variante, die hat einen größeren Akku, stärkeren Motor und auch eine größere Reichweite. Was mich bei dem iScooter hier auch überzeugt, ist die ganze Verarbeitung. Also angefangen von den Schweißnähten bis zum Trittbrett hier unten, wo der Akku verbaut ist. Die Schutzplatte darunter, die ganze Mechanik mit dem Hebel hier, die Scheibenbremsen und die Kapselung des Motors vorne. Das hat schon alles Hand und Fuß. Der hat natürlich übrigens Straßenzulassung. Das habe ich natürlich überhaupt noch nicht erwähnt. Natürlich hat er eine Straßenzulassung und eine ABE in Deutschland. Da gibt es auch hier so ein kleines Nummernschild, was man hier dran klebt. Das kennt ihr ja auch von anderen Rollern wahrscheinlich. Versicherung, würde ich mal sagen, pro Jahr sind das so 30, 35 Euro, je nach Versicherung. Und damit könnt ihr in Deutschland auf jeder Straße fahren.
Ja, Stichwort Deutschland, da gibt es natürlich auch ein paar andere Regeln, wie zum Beispiel, dass der Roller eben nicht aus dem Stand einfach durch Drücken des Stromhebels losschießt. Nein, wenn ich jetzt hier drücke, passiert gar nichts. Ich muss den quasi per Gesetz mit dem Fuß ein bisschen antreten und erst dann geht er los. Schön ist auch, dass in dem Paket, in dem der Roller kommt, auch so eine Tasche dabei ist. Da drin, also die kann man hier mit so Klettverschlüssen an den Lenker schnallen. Und da drin, da ist nämlich Werkzeug und Ladegerät und eine Beschreibung auf Deutsch. Und das Werkzeug braucht ihr deswegen, weil die Lenkstange hier, die ist noch nicht festgeschraubt, sonst passt das wahrscheinlich nicht gut ins Paket. Die müsst ihr mit 4 Schrauben noch festmachen. Das war aber auch schon alles, was ihr machen müsst. Dann noch einmal aufladen, initial sozusagen, um den Akku einmal auf 100% zu kriegen. Und dann kann es auch schon losgehen. Das Netzteil, wie gesagt, ist ein ganz kleines Netzteil. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist nur so groß, also kleiner als ein Laptop-Netzteil. Und damit wird der Akku hier in 4 Stunden, maximal 5, wieder auf 100% aufgeladen, wenn er halt komplett leer ist. Und dann kann die Fahrt auch schon weitergehen. Ich habe es vorhin ja schon erwähnt, es gibt auch eine App für diesen E-Scooter. Die ist aber nicht vom Hersteller selbst, sondern das ist eine Universal-E-Scooter-App. Die heißt Mini-Robot. Könnt ihr euch in jedem App-Store kostenlos runterladen. Und dann, wenn ihr die startet, verbindet die sich mit Bluetooth mit diesem Roller. Dann habt ihr so ein paar Statuszustände, wie zum Beispiel Akkustand. Ich muss mal eben meine Brille zücken, sonst kann ich das nicht erkennen. Was haben wir denn? Wir haben gerade 61% im Akku. Und ihr seht dann auch die Geschwindigkeit hier. Wobei, wenn man das Handy in der Hand hat, dann sollte man nicht auf dem Roller fahren. Oder man hat eine Handyhalterung, könnte man sich noch besorgen. Das ging natürlich. Dann könnt ihr hier auf die Einstellungen gehen. Und dort gibt es halt ein paar Optionen, abgesehen von den Einheiten, die ihr umstellen könnt. Seht ihr die Batteriekapazität, ihr seht den Fahrmodus. Momentan ist der Sportmodus eingestellt. Ein bisschen übertrieben, das ist der Normalmodus mit 20 km/h. Ihr könnt auch noch auf Komfortbetrieb stellen, dann fährt er nur 10 km/h schnell. Kommt dann vielleicht auch weiter, wobei das mir dann echt zu langsam ist. Also lieber Sport. Und was ihr noch machen könnt, ist Zero Start aktivieren. Das bedeutet, dass er dann illegalerweise, ohne mit dem Fuß anzuschubsen, direkt durch Drücken des Strompedals sofort losgeht. Also das ist nur eine Funktion zum Testen. Wie gesagt, in Deutschland ist das verboten. Und dann gibt es noch einen Screen mit Detailinformationen. Da gibt es dann eben die Restreichweite, die angezeigt wird in Kilometer. Jetzt sagt er hier 17,6 Kilometer hätte ich noch. Na, ob das wirklich stimmt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Die gefahrene Strecke, die Gesamtstrecke, die Temperatur des Akkus, die verbleibende Akkuleistung und. All solche Informationen für die, die es immer schon mal wissen wollten, kann man sich mal angucken, ist aber für die normale Benutzung von so einem Roller natürlich völlig irrelevant. Aber es ist ganz schön, dass man so eine App hat. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich sie öfter benutzen würde. Vielleicht, um den Akkustand in Prozent auszulesen mal, aber das sieht man ja hier auch mit den 5 Balken und kann sich dann selber gut ausrechnen. Ja, für mich ist dieser E-Scooter echt nützlich und ich werde ihn sicherlich öfter benutzen, um von der Ladesäule irgendwo hinzukommen, wo ich sonst zu Fuß gehen müsste. Aber auch sonst, also ich meine im Urlaub den mitzunehmen oder wenn man einfach nur mal so ein bisschen Bock hat, ein bisschen rumzufahren, das macht wirklich voll Laune und mindestens eine Stunde damit cruisen ist ja mit einer Akkuladung locker drin. Das reicht also völlig aus fürs Wochenende oder für einen kleinen Mini-Ausflug, sage ich mal. Also mir hat das Ding richtig gut gefallen und eben auch Preis-Leistung. Ich meine, für 320 Euro, da ist doch die Überlegung gar nicht mehr so schwer. Und falls ihr euch auch für diesen Roller interessiert, am Anfang des Videos habe ich es ja schon erwähnt,
dass ihr das Video geschaut habt, muss sich ja auch für euch lohnen. Ich habe einen kleinen Rabattcode für euch, da spart ihr nochmal 20 Euro. Den Link zum Shop mit dem Produktlink findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch den Rabattcode natürlich nochmal. Ist ja gleich Weihnachten und vielleicht wäre das ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wenn nicht für euch, dann vielleicht für eure Kids. Das wäre doch mal was, die freuen sich bestimmt. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst, denn da bekommt ihr spannende Informationen. Also vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Jahr gesund und munter wieder. Also kommt gut rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.